Willkommen zur Vorlesung Schuldrecht 1, Vertragsschuldverhältnisse. Wir befinden uns beim Thema Verträge über Geld. Sie erinnern sich, Dienstag haben wir gesprochen über Verträge über Tätigkeiten und nächste Woche sprechen wir dann über typengemischte Verträge. Verträge über Geld, das heißt insbesondere das Darlehen, das heißt aber auch, dass wir einen Blick werfen müssen auf Zahlungsdiensteverträge. Das wäre das, was hier unten steht, was aus irgendeinem Grunde hier abgeschnitten wird. Warum das so ist, weiß man nicht. Ja, bevor wir aber diesen Stoff behandeln können, noch eine kurze Wiederholung der letzten Stunde. Wir haben, wie gesagt, gesprochen über Tätigkeiten. Und zwar konkret haben wir gesprochen über den Reisevertrag, den Behandlungsvertrag und den Maklervertrag. Beziehungsweise, wie das BGB ihn nennt, den Mäklervertrag. Mit Ä. Ja, 651 F Absatz 2 gewährt einen Ersatz für immaterielle Schäden. Woher wissen Sie, dass es dabei um immaterielle Schäden geht und nicht um eine materielle Vermögenseinbuße? Woher wissen Sie, dass es da nicht um einen echten Vermögensverlust geht, sondern um einen Schaden, der gerade nicht das Vermögen betrifft? Ja. Ja, in der Tat, der erste Hinweis ist, dass das BGB hier abstellt auf nutzlos aufgewendete Urlaubszeit. Und wir haben alle gelernt, im Zivilrecht, Zeit hat keinen Wert. Das heißt, wenn Sie hier sitzen, verlieren Sie nichts, das ist ein Nullsummenspiel. Deshalb grundsätzlich Zeit kein Wert, also auch kein Wertausgleich, deshalb kein Schadensersatz. Das Zweite, woran Sie immer erkennen können, dass es um immaterielle Schäden geht, ist, wenn das Gesetz spricht von Entschädigung in Geld. Wenn Sie mal gucken, geben Sie immer diese Formulierung, wenn es um immaterielle Schäden geht, insbesondere auch in 253 Absatz 2. Da steht dann eine billige Entschädigung in Geld. Hier steht angemessene Entschädigung in Geld. Immer dann, wenn es um Entschädigung geht, geht es um immaterielle Schäden. Wenn das andere nennt sich Wertersatz. Das ist dann materielle Schäden. So, zweite Aussage, 651g Absatz 1 regelt eine besondere Verjährungsfrist, haben fast alle von Ihnen als richtig empfunden. Ist das so? Wo steht denn die Verjährung? Ja? So ist es. 651g Absatz 2 regelt die Verjährung und wenn Sie gucken, beträgt die 2 Jahre. Absatz 1 regelt eine Ausschlussfrist. Haben Sie noch andere Ausschlussfristen im ersten Semester kennengelernt? Ja?
Ja, bei der Anfechtung in Paragraf 121 und in Paragraf 124 ist jeweils eine Ausschlussfrist vorgesehen. Jetzt die Testfrage: Was ist denn der Unterschied zwischen einer Ausschlussfrist und einer Verjährung? Ja? So ist es. Bei einer Verjährung muss der Schuldner sich ausdrücklich darauf berufen und sagen, ich will nicht leisten, weil verjährt ist. Bei einer Ausschlussfrist ist der Anspruch direkt erloschen. Den gibt es nicht mehr. Also Ausschlussfrist macht endgültig kaputt. Verjährung gibt nur eine Einrede. Ja? Das heißt, selbst wenn Sie nicht wissen, dass die Ausschlussfrist bei der Anfechtung ein Jahr beträgt, ist die Anfechtung trotzdem unwirksam. Genauso hier, selbst wenn Sie nicht wissen von dem einen Monat, müssen Sie nicht mehr erfüllen, weil es keinen Anspruch gibt. So, 651c folgende schließen die Anwendung von 280, 323 folgende aus. Jetzt frage ich mich, erstens, wie komme ich darauf? Und zweitens, bei welchem anderen Vertrag, den wir kennengelernt haben, kommen Sie auch nicht zu 280 folgende, 323 folgende. Ja? Der 651c verweist nicht auf 280, 323 und stellt dementsprechend eine abschließende Regelung dar für die Abhilfe. Und bei der Miete ist ebenfalls 280 und 323 ausgeschlossen, weil sie eben auch abschließend ist. Ja, in der Tat zur ersten Frage, wir haben den 651f und der sagt ausdrücklich Schadensersatz wegen Nichterfüllung und ist damit eine Sondernorm zu 280, damit findet 280 da keine Anwendung mehr. Weil, wenn Schadensersatz wegen Nichterfüllung eingreift, ist das alle Schadensersatzbrüche, die wir überhaupt haben, in 280 folgende, bis auf die Rücksichtnahme. Und für 323 haben wir ebenfalls eine entsprechende Regelung, nämlich, wenn Sie gucken, 651e regelt die Kündigung wegen eines Mangels, weil die Reise ja schon begonnen hat, und die Kündigung ersetzt hier den Rücktritt. Das Ganze sollte Ihnen auch schon bekannt vorkommen von der Miete, wo wir in der Tat die gleiche Regelungskonstellation haben. Wir sagen, Schadensersatz ist im Mietrecht selber geregelt, Kündigung ist im Mietrecht selber geregelt, und daneben finden 280 folgende und 323 folgende keine Anwendung. Letzter Punkt, der Reisende darf eine andere Person als Teilnehmer benennen. Der Reiseveranstalter darf hierfür grundsätzlich nur den Mehraufwand ersetzt verlangen. Wo steht denn das, dass Sie einfach mal die Partei austauschen können? Ja? Das steht in 651b. So ist es. Also 651b Absatz 1 sagt, Sie können einfach so austauschen. Wenn Sie gucken, Satz 2 sagt, ausnahmsweise kann der Reiseveranstalter widersprechen, wenn der Reisende den Anforderungen nicht genügt. Also wenn Sie jetzt eine Mount Everest-Besteigung machen und Sie tauschen sich aus gegen einen 85-Jährigen, dann wird der 85-Jährige das nicht überleben und dann muss der Reiseveranstalter ihn auch nicht mitnehmen. Oder wenn Sie eine Reise auf eine Fraueninsel haben, wo nur Frauen sein dürfen, dürfen Sie nicht einfach einen Mann eintauschen und sagen, der fährt jetzt dahin. Das ist so geregelt. Ansonsten haben wir hier auch einen Fall der Gesamtschuld, steht ausdrücklich drin. Derjenige, der wirklich fährt, und der Vertragspartner haften gesamtschuldnerisch. Das heißt, man kann von beiden die Zahlung des Geldes verlangen. Danach haben wir gesprochen über den Behandlungsvertrag. Sie erinnern sich düster, das war das, was wir in den ganzen A, B, C, D, E Normen gesehen haben.
Ja, ein Behandlungsvertrag ist ein besonderer Dienstvertrag. Woraus entnehmen Sie das? Ja. Ja, also einerseits aus der systematischen Stellung, der Abschnitt heißt Dienstverträge und verwandte Verträge und darunter finden wir den Behandlungsvertrag und zum anderen ausdrücklich geregelt in 630b, der sagt, es finden die Vorschriften über das Dienstverhältnis Anwendung, soweit hier nichts anderes bestimmt ist. Das heißt ganz offensichtlich, der Behandlungsvertrag ist ein Dienstvertrag. Zweiter Punkt. Die Regelungen zum Behandlungsvertrag betreffen vor allem Aufklärung, Dokumentation und Einwilligung. Ja, wenn Sie das so durchgucken, da steht im Wesentlichen nicht viel Neues drin, außer dass Sie aufklären müssen, Einwilligung einholen müssen und dokumentieren müssen. Das Einzige, was hier noch relevant ist, ist 630a Absatz 2, dass man die jeweils aktuellen anerkannten fachlichen Standards einhalten muss. Aber sonst finden Sie da leider recht wenig. Der Behandlungsvertrag betrifft nur Behandlungen durch Ärzte. Jetzt denken Sie, hier steht doch was mit Patient. Warum betrifft das auch noch jemand anderen als Ärzte oder wen betrifft das? Ja? Es betrifft Physiotherapeuten, es betrifft auch Krankengymnasten. Betrifft es auch Apotheker? Behandelt sie der Apotheker? So ist es. Der Apotheker ist reiner Verkäufer, der behandelt sie nicht, der verkauft nur und berät sie im Rahmen des Kaufvertrages. Ja, die einerteilte Einwilligung ist unwiderruflich, hat keiner gesagt. Warum? 630d Absatz 3 sagt, die Einwilligung kann jederzeit und ohne Angaben von Gründen formlos widerrufen werden. Also Sie können theoretisch noch vom OP-Tisch springen und sagen, ich will doch nicht. Das erlaubt Ihnen das WGB. Der letzte Vertrag, den wir dann gemacht haben, war der Maklervertrag oder wie das WGB ihn nennt, der Mäklervertrag. Fangen wir mit der ersten Aussage an. Woher wissen Sie, dass beim Maklervertrag keine einklagbare Pflicht auf Vermittlung eines Vertragspartners besteht? Ja? So ist es. 652 Absatz 1, also die erste Norm, die normalerweise immer sagt, wer kann was von wem verlangen, regelt nur den Anspruch des Maklers und da steht nichts drin von einem Anspruch des Auftraggebers. Der Auftraggeber hat keinen Anspruch.
Das heißt, wir haben hier nur eine Zahlungspflicht, die bedingt ist, dadurch, dass der andere jemanden findet. Aber der muss nicht suchen, der kann einfach sagen, wenn zufällig einer kommt, habe ich Glück gehabt, sonst tue ich nichts. Mehr muss der nicht tun. Zweitens, der Makler kann grundsätzlich nach 670 BGB Aufwendungsersatz verlangen. Der 652 Absatz 2 Satz 1 regelt, dass Aufwendungen nur dann ersetzt werden, wenn das vereinbart ist. So ist es. Also, das BGB hat hier ausdrücklich ausgeschlossen, dass der Makler Spesen ersetzt bekommt. Wenn der also eine Annonce in der Zeitung setzt oder im Internet, dann kann er die Kosten, die er dafür auslegt, grundsätzlich nicht ersetzt verlangen. Er macht also auf eigenes Risiko und eigene Kosten, außer man vereinbart was anderes, was in dieser Praxis auch gar nicht passiert. Also diese Regelungen gibt es normalerweise nicht, dass man den Makler Spesen ersetzen muss. Bei einem Ehemaklervertrag gibt es grundsätzlich keine Pflicht, bei Vermittlungserfolg zu bezahlen. Woraus entnehme ich das? Ja? So ist es. 656 Absatz 1 Satz 1. Durch das Versprechen eines Lohnes, den Nachweis der Gelegenheit zur Eingehung einer Ehe und die Vermittlung des Zustandekommens einer Ehe, wird eine Verbindlichkeit nicht begründet. Und wir haben ja schon gehört, das gilt analog für Partnervermittlungsverträge. Wenn ich also mich verpflichte, Ihnen einen Partner zu vermitteln, kriege ich dafür auch kein Geld. Aber wenn Sie Vorkasse geleistet haben, kriegen Sie Ihr Geld auch nicht zurück. Letzter Punkt. Der Makler erhält in der Regel eine Provision, wenn er einen Vertragsschluss mit sich selbst vermittelt. Das finden Sie jetzt dummerweise nicht ausdrücklich im Gesetz. Es folgt aber aus einer gewissen Logik. Warum kann es nicht sein, dass der Makler eine Provision bekommt, wenn er für den Auftraggeber sich selbst als potenziellen Vertragspartner vermittelt? Normalerweise ist es ja so, dass der Vertragspartner dann den Makler bezahlt, müsste er sich selber bezahlen. Ist das, was der Vertragspartner den Makler bezahlt? Was sagt das BGB? Wer muss den Makler grundsätzlich bezahlen? Wer muss grundsätzlich bezahlen? Ja? Derjenige, der den Makler beauftragt hat, da steht nämlich drin, wer für den Nachweis einen Mäklerlohn verspricht. Also derjenige gesagt hat, wenn du mir einen Kunden verschaffst, kriegst du Geld. Oder wenn du mir eine Wohnung verschaffst, bekommst du Geld. Derjenige, der das gesagt hat, muss auch bezahlen. Das heißt, der Vertragspartner ist gar nicht hier, der zahlen muss. Ja, in der Tat, 654 soll eine Interessenkollision verhindern, weil man sagt, der Makler soll der verlängerte Arm seines Auftraggebers sein. Wenn er aber mit sich selber einen Vertrag vermittelt, vertritt er seine eigenen Interessen und nicht die Interessen seines Hintermanns. Das heißt, er kann seine eigentliche Aufgabe gar nicht erfüllen. Der Maklervertrag ist immer ein Vertrag mit drei Personen. Erstens derjenige, der jemanden sucht. Zweitens derjenige, der gefunden wird. Und drittens derjenige, der mit dem Suchen beauftragt worden ist. Ja? Also erstens Sucher, zweitens Finder und drittens Gefundener. Ja, drei Personen. Merken Sie sich das? Maklervertrag, drei Leute, nicht zwei. Ja, wie gesagt, unser Programm. Dienstag haben wir noch Verträge über Tätigkeiten gehabt. Heute geht es über Geld. Und Montag geht es um weitere vertragliche Schuldverhältnisse, damit wir Dienstag und Donnerstag Klausurvorbereitung machen können und damit alle Verträge, die Sie im ganzen Leben sehen werden, einmal behandelt haben. Ich habe am Dienstag zuletzt gesprochen über den Darlehensvertrag. Und Sie erinnern sich, Düster, ich habe Ihnen gesagt, da gibt es einen Darlehensgeber und einen Darlehensnehmer. Der Darlehensgeber stellt einen Geldbetrag zur Verfügung. Das muss nicht dadurch geschehen, dass er dem Bargeld gibt, sondern es kann auch dadurch geschehen, dass er zum Beispiel Schulden begleicht.
Also wenn jemand ihre Schulden bezahlt, kann er damit ein Darlehen gewähren. Der Darlehensnehmer muss möglicherweise Zinsen zahlen. Wenn er Zinsen zahlen muss, sind die Zinsen die Gegenleistung für die zur Verfügung stellen des Geldes. Im Grunde mietet er das Geld, wenn Sie es bildlich sehen wollen. Das Darlehen kann aber auch zinslos sein. Wir haben also nicht so etwas wie eine Geldleihe, sondern das Darlehen ist immer ein Darlehen, egal ob es gegen Zinsen oder unentgeltlich erfolgt. Wichtig, Darlehen kann auch mit drei oder mehr Personen erfolgen, dann wird das Geld an jemand anderen ausgezahlt. Der Darlehensnehmer hat eine Pflicht, das Darlehen abzurufen. Das heißt, er muss das Geld auch annehmen. Wenn er den Vertrag geschlossen hat, muss er das Geld kriegen. Er muss außerdem, wenn es vereinbart ist, Zinsen bezahlen. Und grundsätzlich, wenn nichts anderes gesagt ist, muss er die einmal im Jahr zahlen. Er muss also nicht täglich oder monatlich oder wöchentlich zahlen, sondern immer jährlich. Das BGB sagt sogar, spätestens muss er die Zinsen bei Rückzahlung zahlen. Das heißt, wenn Sie ein Darlehen von einem halben Jahr haben, müssten Sie die Zinsen erst bei der Rückzahlung begleichen. Rückzahlung muss er dann machen, wenn die Rückzahlung fällig ist. Und da gilt was Ähnliches wie im Mietvertragsrecht. Grundsätzlich muss er erst dann zurückzahlen, wenn das Darlehen gekündigt ist. Außer es ist auf eine bestimmte Zeit geschlossen, dann muss er mit Ablauf dieser Zeit das Darlehen zurückzahlen. Ab dem Moment, wo dieser Tag eintritt, muss er auch Verzugsschadensersatz leisten. Wir erinnern uns, 288 BGB. Und er muss auch Verzugsschäden ersetzen, 280, 1, 2, 286. Verzugsschäden können dadurch entstehen, dass der Darlehensgeber seinerseits einen Kredit aufnehmen muss und seinerseits höhere Zinsen zahlen muss. Dann muss der Darlehensnehmer ihm diese Zinsen ersetzen. Ein Darlehen kann ordentlich gekündigt werden, grundsätzlich mit einer Frist von 3 Monaten. Ein unentgeltliches Darlehen kann sogar sofort gekündigt werden. Das ist also genau wie bei der Leihe. Wenn ich Ihnen was leihe, kann ich grundsätzlich sofort kündigen. Wenn ich Ihnen ein unentgeltliches Darlehen gebe, kann ich auch sagen, zahlen Sie es bitte sofort zurück. Wenn es eine Fälligkeitsabrede gibt, das heißt, wenn gesagt worden ist, das Darlehen muss zurückgezahlt werden am so und so vielten, dann kann der Darlehensgeber nicht kündigen. Der Lohn dahinter ist relativ offensichtlich, weil sonst wäre das mit der Vereinbarung unsinnig. Also auch da wie beim Mietvertrag. Der Darlehensnehmer darf aber trotzdem kündigen, nämlich wenn ein gebundener Sollzinssatz vereinbart ist, darf er kündigen mit Ende der Zinsbindung oder 10 Jahre, nachdem er das Geld bekommen hat. Was ist ein gebundener Sollzinssatz? Ganz einfach ist gesagt worden, es soll ein Zinssatz von sowieso Prozent gelten, dann soll er irgendwann mal Klarheit kriegen, ob hier Ende ist oder nicht. Die Zinsen können ja viel zu hoch sein, wie jetzt gerade, und dann soll er die Möglichkeit haben, sich vom Darlehen zu lösen. Wenn ein variabler Zinssatz besteht, der sich also den Marktzins anpasst oder anderen Angaben, hat er eine Möglichkeit, jederzeit zu kündigen mit einer Frist von 3 Monaten. Die Rückzahlung muss innerhalb von 2 Wochen nach Ablauf der Kündigungsfrist erfolgen, sonst gilt die Kündigung als nicht erfolgt. Dann muss er also weiter normal Zinsen zahlen. Das heißt, wir haben eine Rückzahlungspflicht, die die Wirksamkeit der Kündigung bedingt. Wenn wir eine ordentliche Kündigung haben, haben wir auch eine außerordentliche. Und die außerordentliche Kündigung des Darlehens ist in 490 BGB geregelt und setzt voraus, dass sich die Vermögensverhältnisse des Darlehensnehmers wesentlich verschlechtern. Dann soll der Darlehensgeber die Chance haben, das Geld schnell noch rauszuziehen, bevor alles den Bach heruntergeht. Und die Folge ist, wenn die Situation so schlecht ist, muss eine Abwägung durchgeführt werden, ob der Darlehensnehmer das Geld dringend braucht. Und da kann man zum Beispiel als milderes Mittel gegenüber der normalen Rückzahlung sagen, du zahlst jetzt schon mal Raten zurück, da
damit mein Risiko minimiert wird. Vor der Auszahlung des Darlehens kann ich hingegen jederzeit außerordentlich kündigen, weil dann noch keine Vertrauensposition beim Darlehensnehmer besteht. Wenn der noch gar kein Geld bekommen hat, kann er auch nichts vertrauen, dann kann ich sagen, tut mir leid, wenn ich dir jetzt Geld gebe, ist es ruckzuck weg, dann kriegst du von mir keinen Cent. Das BGB kennt noch zwei weitere Varianten. Die erste Variante sehen Sie in 490 Absatz 2 BGB. Das ist etwas verwirrend formuliert. Da geht es um Darlehen, die durch ein Grundstück abgesichert sind. Das heißt, wenn das Darlehen nicht zurückgezahlt werden kann, wird das Grundstück zwangsversteigert und die Schulden mit dem Gewinn aus dem Grundstück beglichen. In der Praxis hat das für Sie folgendes Problem. Sie haben das Grundstück und haben da Ihr Einfamilienhaus drauf und müssen jetzt umziehen nach Wien, sagen wir. Und dann haben Sie ein Grundstück in Bonn mit Haus, das können Sie nicht nutzen. Also wollen Sie dieses Grundstück mit Haus gerne verkaufen. Der Käufer hat aber folgendes Problem, der sieht, dieses Haus ist mit einer Grundschuld belastet. Und er denkt sich, kaufe ich ein Haus mit einer Grundschuld und der Typ in Wien zahlt sein Darlehen nicht zurück, dann wird mein Grundstück zwangsversteigert und ich werde obdachlos. Also werde ich dieses Grundstück wohl nicht kaufen. Das wäre für mich ja blöd. Denn ich riskiere, dass das Grundstück mir wegversteigert wird und ich bin ja nicht der Schuldner, kann also auch nicht so zurückzahlen. Deshalb sagt 490 Absatz 2, kann ich als Eigentümer eines Grundstücks mein Darlehen vorzeitig zurückzahlen und dann das Grundstück an jemand anderen verkaufen, wenn ich ein berechtigtes Interesse habe. Aber die Bank kommt dabei ganz gut weg. Die Bank kriegt nämlich eine sogenannte Vorfälligkeitsentschädigung, die sicherstellen soll, dass sie nicht schlechter dadurch steht, dass ich mein Darlehen zu früh zurückzahle. Der Sinn ist einfach, dass das Grundstück ohne Grundschuld übereignen kann und so den Käufer ein ihm gehörendes und uneingeschränkt ihm gehörendes Grundstück verschaffen kann. Die andere Variante ist 490 Absatz 3. Der verweist auf 314, 313. Sie erinnern sich vielleicht ganz, ganz düster, da haben wir drüber gesprochen. Einer hat im Forum geschrieben, das hätten wir nur ganz kurz angesprochen. 314 regelt die Kündigung aus wichtigem Grund. Und wenn Sie den 314 angucken, dann ist das alles so ein bisschen wischiwaschi. Da steht nämlich sowas drin wie, ja, Dauerschuldverhältnis kann jeder Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn den kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur vereinbarten Beendigung oder zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet werden kann. Das ist so allgemein, da können Sie nichts mit anfangen. Im Darlehensrecht sagt man, ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn eine vereinbarte Zinszahlung oder Rückzahlung nicht erfolgt. Da der Grund für diese Idee ist, dass wir das im Mietrecht ausdrücklich geregelt haben. 543 Absatz 2, Sie erinnern sich, wenn ich als Mieter die Miete nicht rechtzeitig zurückzahle, dann kann ich aus meiner Wohnung gekündigt werden. Das Gleiche soll hier auch gelten, deshalb sagt man, gelten auch die gleichen Maßstäbe. Wenn ich mindestens zwei Raten nicht bezahlt habe, darf der Darlehensgeber aus wichtigem Grund nach 490 Absatz 3 in Verbindung mit 314 BGB kündigen. Ja, das zum Darlehen. Das Darlehensrecht wäre einfach, wenn das jetzt alles wäre. Aber wenn Sie sich die Paragraphen angucken, dann kommt da dummerweise hinterher noch mehr. Denn ab 491 BGB beginnen die Regelungen zum Verbraucherdarlehensvertrag. Das ist so ähnlich wie im Kaufrecht, wo wir einen Verbrauchsgüterkauf haben. Und hier gibt es ein Verbraucherdarlehen. Verbraucherdarlehen ist ein Darlehen.
Es reicht aber auch, wenn Sie zu einem fremden Darlehen den Schuldbeitritt erklären oder ein fremdes Darlehen übernehmen. Zweitens, der Darlehensnehmer muss Verbraucher sein. Was ein Verbraucher ist, haben wir auch schon tausendmal gemacht. Paragraph 13 BGB, jemand, der nicht zu seiner selbstständigen oder gewerblichen beruflichen Tätigkeit handelt. Hier haben wir aber eine Besonderheit. Wir haben nämlich eine Regelung für Existenzgründer. Das BGB sagt, dass jemand, der zum ersten Mal sein Unternehmen aufbaut, hier wie ein Verbraucher behandelt wird. Wenn Sie mal gucken in Paragraph 512, sagt er, die 491 bis 511 gelten auch für natürliche Personen, also Menschen, keine GmbHs oder AGs, die sich ein Darlehen, einen Zahlungsausschub oder eine Finanzierungshilfe für die Aufnahme, also für die erstmalige Eröffnung einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit gewähren lassen oder zu diesem Zweck einen Ratenlieferungsvertrag schließen. Und jetzt kommt die Ausnahme, es sei denn, der Nettodarlehensbetrag oder der Barzahlungspreis übersteigt 75.000 Euro. Das heißt, Darlehen bis zu 75.000 Euro können Sie auch zur Unternehmensgründung aufnehmen und werden trotzdem als Verbraucher geschützt. Der Darlehensgeber muss Unternehmer sein. Unternehmer, das ist wichtig, sind nicht nur Banken. Wenn der Anwalt seiner Praktikantin ein Darlehen gewährt, ist er Unternehmer. Weil er macht das nicht als Privatperson, sondern er macht das im Rahmen dieses Beschäftigungsverhältnisses und damit fällt er hier drunter. Genauso, wenn Ihnen jemand was auf Rechnung liefert, dann gibt er Ihnen ein Darlehen. Ausnahmen gibt es in 491.2 und wenn Sie 491.2 sich angucken, dann sehen Sie als erstes, es müssen mindestens 200 Euro sein. Wenn es weniger als 200 Euro sind, dann ist es nicht geschützt. Ansonsten ist hier auch der Fall des Arbeitgeberdarlehens geregelt, aber nur dann, wenn es als Nebenleistung zum Arbeitsvertrag und zu einem besonders niedrigen Zins abgeschlossen wird. Sie sehen da auch staatlich geförderte Darlehen, also KfW-Darlehen und ähnliches. Und Sie sehen da, die Haftung ist auf ein Pfand beschränkt. Wenn Sie also zum Pfandladen geben oder Ihre Uhr abgeben, dann ist das auch kein Verbraucherdarlehen. Ja, das muss man einfach mal der Reihe nach durchgehen. Meistens findet man da nichts. Die bemerkenswerte Folge, wenn Verbraucherdarlehen vorliegen, ist ähnlich wie im Kaufrecht. Es gibt nämlich einen Paragraphen 511 BGB. 511 BGB sagt, Sie dürfen von den Regeln des Verbraucherdarlehensrechts nicht abweichen. Das heißt, alles, was im Verbraucherdarlehensrecht drinsteht, ist zwingend. Was steht da nun so drin? Zunächst mal steht da drin 492, Darlehensverträge bedürfen der Schriftform. Und wenn ich sage Schriftform, bedeutet das, sie bedürfen der Unterschrift. Sie müssen also den Darlehensvertrag unterschreiben. Es reicht nicht, dass der ausgedruckt ist, 126 sagt Namensunterschrift. Aber das BGB ist ja modern, das sagt nämlich, es geht auch die elektronische Form. Was ist die elektronische Form, fragen Sie sich. Die elektronische Form 126a heißt qualifizierte elektronische Signatur. Das sind Verfahren, wo Sie eine Schlüsselkarte und ein Keypad haben und da was eingeben, so ähnlich wie bei der EC-Karte. So eine Signatur kostet Sie im Jahr ungefähr zurzeit 300 Euro und damit können Sie dann zum Beispiel Darlehensverträge abschließen. Ob Sie das sich anschaffen, ist Ihre Entscheidung. Die meisten Leute haben sowas nicht, außer sie sind Notare. Ja, was haben wir noch? 492 Absatz 2 sagt, der Darlehensvertrag muss bestimmte Mindestinformationen enthalten. Welche das sind,
können Sie dem EGBGB entnehmen. Da gibt es dann eine Liste. Das EGBGB haben Sie auch hier drin. Da können Sie mal da hinten nachschlagen und staunen, was da so alles anzugeben ist. Zum Beispiel, wenn Sie mal 247 aufschlagen, dann sehen Sie Paragraph 6 bis 13. Dann sehen Sie zum Beispiel, wo es angegeben werden, och, alles Mögliche. Soll ich jetzt alles vorlesen? Nein. Wer Darlehensvermittler ist, was verbundene Verträge sind, die Anschrift und den Namen des Darlehensnehmers, die Aufsichtsbehörde, Notarkosten, all das müssten Sie da angeben. Und damit Ihnen diese Information auch was nützt, haben Sie Anspruch auf eine Abschrift. Das heißt, als Darlehensnehmer kriegen Sie am Ende auch eine Kopie von dem Vertrag, den Sie dann abheften können. Jetzt denken Sie sich, ist ja alles toll und gut. Das Ganze gilt auch für Ihre Vollmacht. Wenn Sie also jemand anderen schicken und sagen, hol mir ein Darlehen, dann müssen all diese Angaben auch auf der Vollmacht sein. Sie muss auch schriftlich sein. Sie können niemanden mündlich losschicken, ein Darlehen für Sie abzuschließen. Wenn das Ganze nicht eingehalten wird, was passieren kann, dann ist der Vertrag nicht etwa nichtig, sondern nach 494 wird der Vertrag dann automatisch geheilt, sobald das Darlehen ausgezahlt ist. Und statt des Vertrages, der dann mündlich geschlossen worden ist, gilt ein gesetzlicher Inhalt. Es gilt nämlich der gesetzliche Zinssatz. Wie hoch ist der gesetzliche Zinssatz? Das ist die spannende Frage. Wie viel Zinsen müssen Sie zahlen? So ist es. 246 BGB, Sie zahlen 4%, wenn in dem Vertrag nichts über Zinsen steht. Also, wenn Sie nicht schriftlich haben, wie hoch die Zinsen sind, 4%. Wenn über Kosten nichts da drin steht, zahlen Sie keine Bearbeitungsgebühren oder ähnliche Kosten. Kosten müssten ausdrücklich im Vertrag angegeben sein, sonst entstehen sie gar nicht erst. Und wenn im Vertrag nicht steht, wie lange er dauert, können Sie den Vertrag jederzeit einfach so kündigen. Was haben wir sonst noch außer dieser komischen Formvorschrift? Naja, wir haben Regelungen, die sagen, die Normen bei der Abtretung, die Sie als Schuldner schützen, sind hier zwingend. Das heißt 404 mit der Aufrechnung, 406 mit dem Durchgriff bei der Aufrechnung, die finden immer Anwendung, auch wenn die im Vertrag ausgeschlossen sein sollte. Zweitens, es gibt ein Verbot, Schecks und Wechsel anzunehmen. Der Grund dafür ist, dass das dann unkalkulierbare Risiken auslösen kann, weil solche Schecks ja möglicherweise dann Sie erheblich belasten. Und eine Sache, die den Darlehensgeber freuen wird, Darlehenszinsen können verzinst werden. Das heißt, wenn Sie Ihre Darlehenszinsen nicht zurückzahlen von 500 Euro, dann laufen ab dem Tag, wo die hätten gezahlt werden müssen, 5 Prozentpunkte über den Basiszinssatz auf diesen Betrag. Das ist eine Ausnahme von 289, die nämlich sagt, auf Zinsen gibt es keine Zinsen. Hier gibt es auf Zinsen Zinsen. Der Grund dafür ist, dass die Zinsen auch die Gegenleistung sind. Nächste Abweichung, Sie erinnern sich an 266 BGB, wo drin steht, der Schuldner ist zu Teilleistungen nicht berechtigt. Beim Darlehen dürfen Sie immer Teilzahlungen leisten. Das heißt, der Darlehensnehmer darf teilweise zurückzahlen. Und die zweite Änderung ist, Sie zahlen immer in der Reihenfolge erst auf die Kosten der Rechtsverfolgung, also auf die Anwaltsschreiben und Ähnliches, dann auf die Hauptschuld und zuletzt auf die Zinsen. Das heißt, die Tilgung hat Vorrang. Anders ist das im allgemeinen Schuldrecht.
da zahlen Sie immer erst auf die Zinsen und dann erst auf die Hauptschuld. Das heißt, die Tilgung käme im allgemeinen Schuldrecht zuletzt. Beim Darlehensvertrag steht sie immerhin an zweiter Stelle. Ausnahme hier nur dann, wenn das Darlehen durch eine Grundschuld oder Hypothek gesichert ist. Der Grund dafür ist, dass man da ja auch dieses Sonderkündigungsrecht hat. Wo wir schon über Kündigung reden, hier haben wir eine Regelung zur außerordentlichen Kündigung und die setzt voraus, dass zwei aufeinanderfolgende Raten nicht zurückgezahlt worden sind und der Gesamtrückstand 5-10% der noch rückzuzahlenden Summe bildet. Also wenn Sie 100.000 zurückzahlen müssen, müssen Sie mindestens auf 5-10% von diesem Betrag kommen. Zudem kann ich das Darlehen nur kündigen mit einer Frist von 2 Wochen. Ich muss also 2 Wochen vorher sagen, ich werde es kündigen, zahle also jetzt lieber schnell, sonst wird gekündigt. Und wenn er dann zahlt, ist die Kündigung natürlich nicht mehr möglich. Sobald gekündigt ist, muss das komplette Darlehen zurückgezahlt werden, aber die Zinsen für die Zeit, wo ich es nicht zurückzahle, obwohl ich es nicht mehr behalten darf, fallen dann nicht mehr an. Ich muss also nur das zurückzahlen für die Zeit, wo ich es auch bekommen habe. Der Darlehensgeber hat keinerlei Kündigungsmöglichkeit, wenn es ein befristetes Darlehen ist. Wenn es ein unbefristetes Darlehen ist, beträgt die Kündigungsfrist mindestens 2 Monate. Er kann aber die Auszahlung verweigern, wenn er das Gefühl hat, dass der Darlehensnehmer unzuverlässig ist. Der Darlehensnehmer kann dagegen grundsätzlich jederzeit ohne Frist kündigen. Es kann eine höhere Frist vereinbart werden, aber die Frist darf nicht länger sein als 1 Monat. Wenn er vorzeitig zurückzahlt, muss er eine Vorfälligkeitsentschädigung pauschal zahlen. Er muss keine Zinsen zahlen für die Zeit, wo er das Darlehen nicht nutzen konnte. Auch hier gilt, dass diese Privilegierungen nicht für die Immobiliardarlehen gelten. Dann habe ich Ihnen schon gesagt, Informationspflichten. Wir haben nicht nur den schriftlichen Darlehensvertrag, sondern wir haben darüber hinaus auch noch andere Informationspflichten nach 491a. Und da steht, muss man vor Vertragsschluss informieren. Und die Idee ist, dass der Verbraucher hier einen Vergleich von verschiedenen Banken einfahren kann und sich dann für die beste entscheiden kann. 493 regelt Informationspflichten während des Vertrages, insbesondere über Änderungen von Zinsen oder sonstigen Konditionen. Das heißt Fortführungsmöglichkeit und Ähnliches. Und all das wäre noch relativ langweilig und trocken, wenn ich jetzt das käme, was immer wieder wichtig ist. Verbraucherdarlehen haben ein Widerrufsrecht. Und dieses Widerrufsrecht hängt nicht davon ab, ob irgendwas mit Internet war, also Fernabsatz, oder irgendwas mit außerhalb von Geschäftsräumen. Wenn Sie in die Bankfiliale gehen und einen Darlehensvertrag abschließen, haben Sie eine Widerrufsfrist von 14 Tagen. Ganz normal und können widerrufen, wenn Ihnen das Darlehen nicht gefällt. Der Grund dafür ist, dass der Gesetzgeber sagt, Darlehen sind eine wichtige Sache und man soll da nicht in eine Stresssituation geraten und spontane Entscheidungen fällen, die man hinterher bereut. Deshalb muss man Darlehensverträge widerrufen können. Anders als bei dem Widerrufsrecht, was wir kennengelernt haben bei Fernabsatzgeschäften und Haustürgeschäften, brauchen Sie aber keine separate Belehrung, sondern die Information erfolgt im Vertrag. Der Vertrag ist ja eh schriftlich, das heißt, da kann man den reinschreiben. Es gibt gewisse Ausnahmen, wo Sie nicht widerrufen können. Die wichtigste Ausnahme ist hier Dispo-Kredit. Wenn Sie Ihr Konto überziehen bei der Bank, gibt die Bank Ihnen einen Kredit, um das aufzufangen. Und da wäre es unsinnig, wenn Sie widerrufen könnten, weil das nehmen Sie ja ohnehin schon direkt in Anspruch. Da würde die Bank ja sozusagen nie Ihr Geld zurückkriegen. Deshalb gibt es da eine Ausnahme. Die Folgen des Widerrufsrechts sind die ganz normalen, die wir schon kennengelernt haben. Es gelten also 355 bis 358 BGB. Das sollte Ihnen alles bekannt sein.
Das heißt, Sie brauchen eine Widerrufserklärung, dann haben Sie die Widerrufsfrist, dann haben Sie die Rückzahlungsverpflichtung. All das sind Sachen, die wir alle schon intensiv kennengelernt haben, die wir hier also nicht wiederholen müssen. Was wir aber jetzt hier machen können, sind verbundene Verträge und die sind geregelt in 358 BGB. Jetzt wird es schwierig. Das ist jetzt wirklich schwierig. Worum geht es? Ich habe mal versucht, Ihnen das aufzumalen. Es gibt den K. K heißt Käufer. Es gibt den V, den Verkäufer. Und die beiden haben einen Kaufvertrag. Ja, soweit klar? Aufgrund dieses Kaufvertrages muss K dem V einen Kaufpreis zahlen. Der K hat aber kein Geld. Und deshalb kommt jetzt D, D wie Darlehensgeber hinzu und sagt, ich zahle den Kaufpreis für dich, lieber K, an den V. Ja? Die Bank zahlt das Darlehen an den V. Und der K muss nur das Darlehen an die Bank zurückzahlen. Der K muss also keinen Cent mehr an V zahlen. Das kennen Sie vielleicht alle, wenn Sie zum Beispiel bei Mediamarkt eine Waschmaschine kaufen wollten, dann können Sie die 0% Finanzierung machen und dann schließen Sie einen Darlehensvertrag mit der Bank ab und zahlen an die Bank statt an Mediamarkt. Und zwar dann Raten und nicht den kompletten Betrag. Diese Verträge kommen recht oft vor. Das Gesetz sagt jetzt in 358 BGB, dass der Darlehensvertrag zwischen K und D und der Kaufvertrag zwischen K und V eine wirtschaftliche Einheit bilden. Jetzt fragen sich alle, was soll das denn wieder heißen? Das BGB meint damit, dass Sie den Darlehensvertrag ja nur abschließen, um den Kaufpreis zu zahlen und Sie den Kaufvertrag nur deshalb abschließen können, weil Sie ein Darlehen bekommen. Das heißt, keiner der beiden Verträge macht einen Sinn, ohne dass der andere da ist. Das Darlehen ist ohne den Kauf unsinnig, der Kauf ist ohne das Darlehen unsinnig. Damit Sie das in der Klausur einfach prüfen können, gibt es dazu eine Vermutung in 358 Absatz 3 Satz 2 BGB. Und 358 Absatz 3 Satz 2 BGB sagt Ihnen, eine wirtschaftliche Einheit ist insbesondere anzunehmen, wenn der Unternehmer selbst die Gegenleistung des Verbrauchers finanziert oder im Fall der Finanzierung durch einen Dritten, wenn sich der Darlehensgeber bei der Vorbereitung oder dem Abschluss des Darlehensvertrages der Mitwirkung des Unternehmers bedient. Das typische Beispiel, wenn Mediamarkt schon ein vorbereitetes Formular für Sie hat, dann ist das die Vermutung dieser Regelung. Wenn Ihnen Mediamarkt selbst ein Darlehen gibt, ist das die Vermutung dieser Regelung. Wenn Sie ein Auto kaufen und die VW-Bank Ihnen ein Darlehen gibt, um einen VW zu kaufen, ist das diese Vermutung. Ja, Sie sehen, da gibt es ein gewisses Muster. Nicht erfasst ist der Kauf von Grundstücken. Das steht in 358 Absatz 3 Satz 3. Wenn Sie ein Darlehen aufnehmen, um ein Grundstück zu kaufen, ist der Grundstückskauf kein verbundener Vertrag. Damit will man die Banken und Notare schützen. 358 Absatz 1 BGB sagt jetzt, wenn Sie in unserem Fall den Kaufvertrag widerrufen können. Jetzt fragen Sie alle, warum können Sie ihn widerrufen? Wenn der Kaufvertrag außerhalb von Geschäftsräumen geschlossen worden ist oder im Fernabsatz, dann können Sie den Kaufvertrag nach 312G widerrufen. Erinnern Sie sich düster? Wenn Sie den Kaufvertrag widerrufen, dann gilt automatisch, dass der Verbraucher auch nicht mehr an die Willenserklärung ab des Darlehens verbunden ist. Das heißt, wenn Sie oben widerrufen, ist auch der Vertrag nach unten weg. Ja? Also oben widerrufen, nach unten weg. Und die überraschende Erkenntnis, 358 Absatz 2, wenn Sie das Darlehen widerrufen, dann ist automatisch auch der Kaufvertrag weg. Das sagen Sie ja offensichtlich, hätte ich ja vorher gewusst, das würde nicht gelten, wenn es diese Regelung nicht gäbe. Dann würden Sie den einen Vertrag verlieren und müssten dann den Kaufpreis halt selber bezahlen.
Sie würden den Darlehensvertrag widerrufen, müssten den Kaufpreis bezahlen, oder Sie würden den Kaufvertrag widerrufen und müssen das Darlehen trotzdem zurückbezahlen. Beide Sachen wären für Sie ungünstig. Das regelt 358. Das würde man noch hinkriegen. Aber jetzt kommt der Teil, der schwierig ist. Das ist nämlich 358 Absatz 4. Und wenn Sie sich den angucken, ist die Norm schon mal sehr lang und die endet mit folgendem Satz: Der Darlehensgeber gilt im Verhältnis zum Verbraucher hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs in die Rechte und Pflichten des Unternehmers aus dem verbundenen Vertrag ein, wenn das Darlehen dem Unternehmer bei Wirksamwerden des Widerrufs bereits zugeflossen ist. Was soll Ihnen das sagen? Es soll Ihnen sagen, wenn hier in unserem Dreiecksverhältnis der Kaufpreis bereits an V ausgezahlt ist, gilt bei dem Widerruf des Kaufvertrages die Bank, der Darlehensgeber, gegenüber Ihnen als V. Das heißt, Sie kriegen von der Bank den Kaufpreis wieder zurück. Sind Sie schon verwirrt? Nein, das war einfach, sagen Sie jetzt. Ha, dann machen wir einen Satz weiter. Das verbundene Geschäft, also der widerrufene, also der Kaufvertrag, der am Darlehensvertrag dranhing, wird abgewickelt nach 355.3, 357 bis 357b. Was soll das bedeuten? Wenn Sie zum Beispiel zur Finanzierung Ihres App-Downloads ein Darlehen aufgenommen haben sollten, weil Sie alle Pokémon Go spielen und denken, ich brauche da ganz viele, weiß ich nicht, Pokebälle, nein, diese Pokebälle haben Sie genug, Ultrabälle, dann müssen Sie dafür Geld ausgeben. Es gibt einen Echtgeld-Shop, Sie wussten das gar nicht, aber es ist so, Sie können da Sachen kaufen. So. Staub und Pokekekse und keine Ahnung was. Und das können Sie da kaufen. Und dafür nehmen Sie ein Darlehen auf. Dann können Sie das Darlehen widerrufen und dann müssen Sie, wenn Sie das Darlehen widerrufen, Wertersatz leisten für die Downloads. Das heißt, Sie müssen trotzdem bezahlen. Zweitens bedeutet das, wenn Sie Ihr Auto gekauft haben, das Darlehen finanziert haben, dann widerrufen Sie den Darlehensvertrag, dann müssen Sie das Auto zurückgeben an den Autohändler, nicht an die Bank. Schließlich sagt die Norm, die Bank hat keinen Anspruch auf Zinsen, wenn Sie den Kaufvertrag widerrufen. Das heißt, wenn Sie Zinsen zahlen für Ihr Darlehen bei der VW-Bank, kriegt die VW-Bank von Ihnen nichts, wenn Sie den Kaufvertrag oder den Darlehensvertrag widerrufen. Ja? Also diese Verknüpfung haben Sie immer zwei Verträge, die rückabzuwickeln sind. Sie müssen den Vertrag mit der Bank rückabwickeln und Sie müssen den Vertrag mit dem Autohändler rückabwickeln. Also zweimal rückabwickeln. Und damit das Ganze funktioniert, gibt es den Satz 5, der nämlich sagt, der Darlehensgeber gilt als Unternehmer bezüglich des verbundenen Geschäfts, wenn der echte Unternehmer das Geld bereits bekommen hat. Das heißt, dann müssen Sie das Auto auch der Bank zurückgeben, damit die Bank das ihrerseits mit dem Verkäufer klären kann. Weil das alles noch nicht kompliziert genug ist, gibt es noch einen weiteren Paragraphen, und der ist ein Paragraphen weiter. Das ist 359. 359 sagt, wenn Sie mit dem Verkäufer vereinbaren, dass Sie den Kaufpreis erst in einem Jahr zahlen müssen, dann darf die Bank Sie auch nicht in dieser Zeit in Anspruch nehmen. Sie darf dann frühestens nach einem Jahr die erste Zahlung verlangen. Das heißt, alle Einwendungen und Einreden, die in diesem Verhältnis gelten, gelten auch da oben umgekehrt. Wenn das Auto kaputt ist, dann müssen Sie an die Bank grundsätzlich keine Darlehen zurückzahlen. Ausnahme, hier ausdrücklich geregelt, 359 Absatz 1 Satz 3, für die Nacherfüllung im Kaufrecht gilt das nicht, beziehungsweise erst dann, wenn der erste Versuch fehlgeschlagen ist. Das heißt, Sie können nicht sagen, der muss erstmal anfangen, sondern der muss erstmal versucht haben und dann dürfen Sie die Rückzahlung verweigern.
Zweitens, Sie können, nachdem der Darlehensvertrag wirksam abgeschlossen ist, keine Vereinbarung mit dem Verkäufer treffen zu Lasten der Bank. Alles, was vorher getroffen worden ist, wirkt zu Lasten der Bank. Alles, was nachher getroffen worden ist, ist irrelevant. Und letzter Punkt, wenn es um weniger als 200 Euro geht, haben Sie Pech gehabt, 359 Absatz 2. Um Ihnen das größte Problem dieser Regelung zu zeigen, habe ich mir diesen ganz kurzen Fall ausgedacht. Wir haben den K. Der K tritt vom Verbraucherdarlehensvertrag, der K tritt vom Kaufvertrag zurück nach 437 Nummer 3 in Verbindung mit 323 Absatz 1 in Verbindung mit 346 1. Und er fragt sich jetzt, was ist mit meinem Darlehensvertrag? Der 358 hilft uns nichts, weil der 358 regelt nur den Fall, dass ich einen Widerruf erklärt habe. Hier hat er aber keinen Widerruf erklärt, sondern einen Rücktritt. Das heißt, 358 passt gar nicht. 358 gilt nur bei Widerruf und nicht bei Rücktritt. Hilft uns 359. 359 sagt, ich brauche Einwendungen aus dem verbundenen Vertrag. Hier hat er aber gar keine Einwendung, sondern hier ist gar keine Pflicht mehr. Der andere Vertrag hat sich umgewandelt in ein Rückabwicklungsschuldverhältnis. Das heißt, 359 hilft uns auch nicht wirklich. Und jetzt kommt der K und sagt, warum soll ich jetzt weiter an die Bank die Raten zurückzahlen und dafür vom Verkäufer mir den kompletten Kaufpreis auszahlen lassen? Ich möchte gerne, dass alles weg ist. Ich möchte nicht mehr Darlehen zurückzahlen und ich möchte auch nicht, dass ich mich mit dem Verkäufer über den Kaufpreis streite, denn an den habe ich ja nie einen Cent gezahlt. Ich möchte gerne das Geld von der Bank zurückbekommen und ich möchte auch nichts weiter an die Bank bezahlen. Und dazu hilft uns das BGB dummerweise nicht. Deshalb gibt es hier jetzt ausnahmsweise mal einen Meinungsstreit. Und die erste Meinung sagt, wir müssen den 359 analog anwenden und für die Rückabwicklung dann 355 Absatz 3, 358 Absatz 4. Die Idee ist, der Käufer kann dann von der Bank die Rückzahlung seines Darlehens verlangen. Er muss also nicht sich erst an den Verkäufer halten, sondern er kann direkt zur Bank gehen und von der Bank die Rückzahlung seines Darlehens verlangen. Das hat einen großen Vorteil. Die Bank trägt nämlich dadurch die Gefahr, dass der Verkäufer pleite geht. Also, wenn Sie sich an unseren Fall erinnern, hier, dann haben wir hier die Bank mit dem tollen Namen D. Jetzt gucken wir, was klappt. Das ist die Bank, sehen Sie das? Da, wo D steht. Ja, ich bin ganz begeistert. Und die Bank zahlt an den Verkäufer das Geld. Sagen wir 1 Million. 1 Million zahlt die Bank an den Verkäufer. Sie zahlen an die Bank jeden Monat 100 Euro. 100 Euro, 100 Euro, 100 Euro und immer so weiter. Ja, die sind ganz begeistert, 100 Euro zahlen sie jeden Monat. Jetzt können Sie rechnen, wie lange Sie zahlen müssen. Das wollen wir gar nicht im Detail wissen. Jetzt passiert folgendes dramatisches Ereignis. Ihre Yacht, die Sie für 1 Million Euro gekauft haben, hat einen kaputten Herd. Und eine Yacht mit kaputtem Herd kann man nicht gebrauchen. Also sagen Sie hier, nee, alles schlecht, ich trete vom Kaufvertrag zurück. Ja, Kaufvertrag weg. Jetzt wissen Sie alle, was ist die Folge, wenn ich zurücktrete, dann 46.1. Sie geben Ihre Yacht zurück mit dem kaputten Herd. Und was kriegen Sie zurück?
Eine Million Euro. Da haben Sie also eine Million Euro und sind glücklich. Probleme treten dann auf, wenn der V keine Millionen mehr hat, weil er nicht viele Yachten mit kaputten Herden verkauft hat und deshalb insolvent ist. Also wenn der hier tot ist, ja, also der ist tot, dann... Was? Der ist tot. So, wenn der da oben rechts tot ist, dann haben Sie folgendes Problem. Die Bank hier unten, was denn? Ah, so, also, jetzt malt er nicht mehr, na toll. So, wenn wir das mal so sehen, die Bank lebt noch, der Verkäufer ist tot. Die Bank wird von Ihnen weiterhin jeden Monat 100 Euro verlangen. Warum? Weil den Darlehensvertrag, da sind Sie von zurückgetreten, den Darlehensvertrag gibt es immer noch. Die eine Million haben Sie nicht bekommen, weil der Verkäufer tot ist. Der ist weg, verschollen, auf die Bahamas geflüchtet mit den ganzen Yachten. Der ist weg. Also stehen Sie ganz blöd da. Sie haben eine Million Schulden bei der Bank, haben eine kaputte Yacht und das Geld kriegen Sie nicht zurück. Und dieses Ergebnis finden viele Leute ungerecht. Da sagen Sie, ist auch okay, wenn eine Yacht kauft, selber schuld. Aber das finden viele Leute ungerecht. Und deshalb sagen diese Leute, haben Sie einen Anspruch gegen die Bank. Sie können also Ihr Geld von der Bank zurückverlangen und die Bank soll sich gefälligst an den Verkäufer halten, denn die Bank hat Ihnen das Geld ja auch gezahlt. Die Bank hat dem Verkäufer die Millionen gezahlt, also soll die Bank das Geld auch zurückkriegen. Wenn der halt weg ist, hat die Bank das Problem. Die andere Ansicht sagt, davon steht nichts im Gesetz. Von Geld zurückkriegen finden Sie da nichts. Sie können Einwendungen geltend machen, aber Sie können nichts für die Vergangenheit machen. Also, sagt die Gegenmeinung, muss sich der Käufer an den Verkäufer halten, kriegt von dem eine Million ausgezahlt und von dieser eine Million kann er dann jeden Monat die Raten an die Bank zahlen. Wenn der Verkäufer insolvent ist, dann muss der Käufer halt die Million aus seiner Eigentasche zahlen. Das heißt, nach der anderen Ansicht hat der Käufer das Problem. Der Käufer muss das Geld zurückzahlen. Also wenn der rechts oben tot ist, ist die Frage, ist D der Böse oder ist K der Böse? Einer von den beiden muss zahlen und der andere hat Glück gehabt. So, bisher haben wir gesprochen über Darlehen. Damit hat das BGB aber noch nicht alle seine Tricks aufgefahren. Wenn wir mal gucken, gibt es auch Paragraph 506 BGB. 506 BGB regelt etwas, das haben wir schon besprochen, ja. Mal so, mal so. Seien Sie da ergebnisoffen. Je nachdem, wen Sie vertreten, vertreten Sie die eine oder die andere Ansicht. Nein, 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 nicht was Sie vertreten, sondern wenn Sie es in der Praxis erleben, je nachdem sozusagen, wen Sie vertreten, ob Sie die Bank vertreten oder den anderen, und hoffen, dass der Richter die eine oder die andere Ansicht besser findet. Also eine klare Linie sagen, es ist immer so und werden Sie nicht finden. Also die meisten Entscheidungen sind zugunsten der Banken, aber es gibt auch Entscheidungen zugunsten der Verbraucher. Also je nachdem, wo Sie hinkommen, können Sie mit der einen oder anderen Variante gewinnen. Also verlassen Sie sich nicht darauf, was die herrschende Meinung ist, sondern verlassen Sie sich darauf, was Sie irgendwie begründen können. Was Sie mit Ihrem Gewissen vereinbaren können vielleicht. So, was auf dieser Folie steht, sollte Sie etwas erinnern, nämlich an den Leasingvertrag. Was das BGB hier als Finanzierungshilfe bezeichnet, meint im Kern so etwas wie einen Leasingvertrag. Sie schließen einen Vertrag über die entgeltliche Nutzung eines Gegenstandes. Und der Vertrag sieht weiterhin vor, entweder eine Pflicht zum Erwerb, das heißt, Sie müssen den Gegenstand nach einiger Zeit erwerben, oder einen Anspruch auf Erwerb, Sie haben also das Recht, oder der Unternehmer hat das Recht, Ihnen die Sache aufzudrängen,
Oder die dritte Variante, der Verbraucher muss am Ende des Vertrages dem Unternehmer den Wert oder die Wertdifferenz zu dem zeigen, was es eigentlich sein müsste. Also wenn Sie sagen, ich gebe das Auto zurück nach 3 Jahren und es muss dann noch einen Wert von 10.000 haben, dann würden Sie für die Differenz zwischen dem realen Wert und 10.000 einstehen. Also nochmal, wenn im Vertrag drinsteht, Sie müssen auf jeden Fall am Ende das Auto kaufen, oder wenn der Unternehmer Sie zwingen kann, das Auto zu kaufen nach dem Vertrag und sagen kann, ich möchte, dass du es nimmst, oder wenn Sie sagen, am Ende muss das Auto mindestens so, so viel Euro wert sein. In allen 3 Fällen, sagt das BGB, müssen Sie besonders geschützt werden. Und dieser besondere Schutz besteht darin, dass hier die Vorschriften des Darlehensrechts entsprechend anzuwenden sind. Die Vorschriften von 358 bis 360, das heißt die zu den verbundenen Geschäften, die 491a bis 502, das heißt Schriftform, Widerrufsrecht etc. mit Ausnahme des 492.4 und unter Modifikation der Absätze 3 und 4. Das heißt, es gilt Verbraucherdarlehensrecht für einen Vertrag über die Nutzung eines Pkw auf Zeit, ein Pkw-Mietvertrag, wenn am Ende eine Abnahmepflicht besteht, ein Anspruch des Leasinggebers auf Kauf oder eine Pflicht des Nutzers, am Ende die Wertdifferenz auszugleichen. Was Sie auch kennen müssten, sind Teilzahlungsgeschäfte. Teilzahlungsgeschäfte ist das, was Sie im ersten Semester schon immer hatten, der typische Ratenzahlungsfall. Jemand geht hin und kauft ein Motorrad, zahlt 500 Euro an und den Rest zahlt er dann als Darlehen. Dann haben wir eine Sonderregelung in 506 Absatz 3 und dafür gelten dann besondere Regeln in 507, 508. 507, 508 sagen nämlich, der Rücktritt des Verkäufers ist nur möglich, wenn Sie mit 2 Raten in Verzug geraten sind und nicht sofort, wenn Sie mal 1 Rate nicht zahlen. Und der Verkäufer muss prüfen, ob Sie kreditwürdig sind, bevor er den Vertrag schließt. Das heißt, man darf nicht einfach Menschen in die Schuldenfalle laufen lassen bei Ratenzahlung, sondern muss prüfen, ob sie zumindest potenziell auch in der Lage sind, die Schuld zu begleichen. Wenn man das nicht macht, haftet man auf Schadensersatz. Ich sehe die Begeisterung hier. Also diesen Vertrag schließen Leute ständig ab. Ein Vertrag, den Sie vielleicht nicht ständig abschließen, sind Ratenlieferungsverträge. Das hat nichts mit Ratenzahlen zu tun, sondern da geht es um die Ratenlieferung. Und das erste Beispiel dafür ist, Sie kaufen ein 100-bändiges Lexikon und kriegen jeden Monat ein Band geliefert. Oder Sie bestellen einen Kommentar. Zum Beispiel, Sie bestellen den Münchner Kommentar zum BGB, der hat viele Bände, dann kriegen Sie alle paar Monate einen geliefert. Dann müssen Sie immer zahlen für jeden Band, den Sie geliefert bekommen. Und am Ende haben Sie halt den Gesamtbetrag gezahlt. Es gibt ein Ende, wenn der letzte Band da ist, aber vorher zahlen Sie für jeden Band, der kommt. Nummer 2 regelt Verträge, wo regelmäßig Sachen gleicher Art geliefert werden, zum Beispiel ein Abo. Sie können eine Zeitschrift abonnieren, Sie können aber auch zum Beispiel abonnieren Lebensmittel, Milch. Bei Amazon können Sie ein Abo abschließen, da können Sie sagen, ich möchte gerne jeden Monat eine Tube Zahnpasta haben und dann kriegen Sie jeden Monat eine Tube Zahnpasta. Und wenn Sie nicht verbrauchen, dann haben Sie sich die Zähne nicht richtig geputzt. Nummer 3 regelt Rahmenverträge über den wiederkehrenden Erwerb oder Bezug von Sachen. Das heißt, Sie sagen, ich möchte gerne einen festen Preis, wenn ich bei dir Erdbeeren kaufe. Auch solche Verträge sind Ratenlieferungsverträge. Und der Sinn dahinter ist, man will sie schützen, weil diese Verträge sie langfristig binden. Daher haben sie ein Widerrufsrecht. Wenn also Ihnen ein Abo oder ein Münchner Kommentar verkauft wird, können Sie den Vertrag widerrufen.
Auch wenn Sie den im Laden abgeschlossen haben, kommen Sie davon wieder los. Zudem brauchen Sie Schriftform oder zumindest die Möglichkeit, den Vertrag sich selber auszudrucken. Wenn also irgendwas nur mündlich verabredet wird, ist das Ganze formnichtig. Damit haben wir das Darlehen und die verwandten Verträge hinter uns gebracht. Sie sehen, das Schwierigste im Darlehensrecht ist es, die Paragraphen zu finden und zu lesen. Deshalb empfehle ich Ihnen ja, das Gesetz zu lesen und nicht die Folien, weil die Folien, da steht halt nur irgendwas drauf, im Gesetz steht es richtig. Jetzt kommt der Teil, wo es ganz schwierig wird, deshalb, weil das Gesetz nicht mehr lesbar ist. Wir beschäftigen uns nämlich jetzt mit Zahlungsdiensten. Zahlungsdienste, wenn wir mal gucken, sind gar nicht so einfach zu finden. Die Zahlungsdiensteverträge beginnen nämlich bei 675b BGB. Und wenn Sie da mal gucken, bei 675c BGB, dann ist das total verwirrend strukturiert. Bei einem Zahlungsdienstevertrag haben Sie wieder mal zwei Beteiligte. Und der eine von denen heißt Zahlungsdienste-Nutzer und der andere heißt Zahlungsdienstleister. Zahlungsdienstleister, Zahlungsdienstleister-Nutzer. Ja, einverstanden bisher? Der Zahlungsdienstleister verpflichtet sich, Zahlungsvorgänge oder einen Zahlungsvorgang durchzuführen. Das heißt, Sie können auch nur einen Zahlungsvorgang machen. Sie zahlen also einmal Geld ein auf ein Konto oder Sie überweisen einmal. Dafür zahlt der Zahlungsdienstenutzer ein Entgelt. Dieses Entgelt kann monatlich, es kann einzelfallbezogen, es wird auf jeden Fall abgerechnet. Der Zahlungsdienstenutzungsvertrag, der Zahlungsdienstevertrag kann jederzeit gekündigt werden. Sie können also Ihre Bank jederzeit wieder loswerden. Sie brauchen keine Frist und keinen Grund. Vertrag kann sofort beendet werden. Wenn im Vertrag was anderes vereinbart ist, kann die Kündigungsfrist nicht länger als einen Monat sein. Das heißt, Banken leben gefährlich. Der Zahlungsdienstevertrag ist im Grundsatz erstmal ein Dienstvertrag, aber es ist ein Dienstvertrag über eine Geschäftsbesorgung, sodass nach 675 auch bestimmte Regeln des Auftragsrechts Anwendung finden. Sie erinnern sich düster, zum Beispiel 670 mit dem Aufwendungsersatz oder 667 mit der Herausgabe. Hatten wir. Zusätzlich gibt es die Sondervorschriften in 675c folgende und die sind zwingend für den Zahlungsdienstleister. Das heißt, Banken können nicht vereinbaren, was sie wollen. Für die gilt immer zwingendes Recht. Und das gilt nicht nur gegenüber Verbrauchern, sondern auch gegenüber Unternehmern. Weil wir sagen, die Banken sind so gemein, wenn man die machen lässt, was sie wollen, dann gehen die gegen alle vor, nicht nur gegen die kleinen Privatkunden, sondern auch gegen die kleinen Unternehmer, die würden sozusagen alle übel misshandeln. Warum sind diese ganzen Normen so furchtbar geschrieben? Ganz einfach, weil sie nicht aus Deutschland kommen, sondern aus Brüssel. Und die EU hat das gesamte Bankrecht, oder zumindest diesen Teil des Bankrechts, vereinheitlicht. Das heißt, die Mitgliedstaaten können da nichts mehr regeln. Das heißt, alles, was da ist, entscheidet der EuGH und nicht das Amtsgericht Bonn. Was ist ein Zahlungsdienst? Ein Zahlungsdienst ist erstens die Ein- und Auszahlung von Bargeld. Sie gehen also zur Bank und lassen sich Geld auszahlen oder Sie gehen zur Bank und zahlen Geld ein. Da muss kein Mensch sitzen, das können Sie auch am Geldautomaten machen. Wechsle, Anspruch gegen Bank, gegen Cash. Was Sie auch noch machen können, ist bargeldloser Zahlungsverkehr. Sie können überweisen und sagen, gib das Geld dem Kontonutzer sowieso oder der Bank sowieso oder eine Lastschrift erteilen, bitte erlaube dem sowieso Geld von meinem Konto zu nehmen. Sowieso darf sie an meinem Konto bedienen. Und Sie können sogar per Karte bezahlen im Supermarkt,
eine ganz tolle Erfindung, Sie können mit der EC-Karte zahlen und dann kommt das Geld da an. All das sind Zahlungsdienste. Und diese Zahlungsdienste müssen wiederum erbracht werden von einem Zahlungsdienstleister. Und Zahlungsdienstleister kann nicht jeder werden. Zahlungsdienstleister unterliegen dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz. Ja, Sie sehen, das ist toll. Das kann man auch abkürzen. ZAG oder ZDAG. Und dieses Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz sagt, Sie müssen in einer Art und einem Umfang Zahlungsdienste erbringen, die einen kaufmännisch eingerichteten Gewerbebetrieb erfordern. Das heißt, Sie müssen was haben, wo man Bücher führen muss. Das muss mehr sein, als einmal Geld anzunehmen. Wenn Sie diese Voraussetzungen haben, dann sind Sie ein Zahlungsdienstleister und für Sie gelten die ganz bösen Vorschriften. Sie können dann zwei Arten von Verträgen abschließen. Das eine ist der Einzelzahlungsvertrag. Der Einzelzahlungsvertrag besteht darin, Sie gehen zu einer Bank und lassen sich einmalig Geld auszahlen und zahlen da Geld ein. Sie können zum Beispiel, wie ich es gelernt habe, wenn Sie kein Bankkonto haben sollten und jemandem Geld überweisen müssen, zu einer Bank gehen, dem Bargeld geben und sagen, überweisen Sie es bitte auf das Konto da und da. Das machen die Banken. Das ist ein Einzelzahlungsvorgang. Weil Sie haben damit kein Konto eröffnet oder irgendwas. Sie gehen einfach nur hin, sagen hier 100 Euro, bitte gebt die 100 Euro auf das Konto. Die Praxis ist eher, dass Sie einen sogenannten Zahlungsdienste-Rahmenvertrag abschließen. Ein Zahlungsdienste-Rahmenvertrag ist das, was man nennt, ein Bankkontovertrag. Sie gehen also zur Sparkasse und sagen, macht mir ein Girokonto. Das ist ein Zahlungsdienste-Rahmenvertrag und im Rahmen dieses Rahmenvertrages machen Sie einzelne Weisungen. Sie sagen, erinnere dich an deine Pflicht, heute überweist du das Geld auf das und das Konto. Oder heute zahlst du mir mal Geld aus. Das sind alles einzelne Vorgänge im Rahmen dieses Rahmenvertrages. Grundsätzlich dürfen die Banken nichts machen, ohne sie vorher zu fragen. Jede Zahlung bedarf ihrer Zustimmung. Immer wenn es an ihr Geld geht, muss die Bank sie fragen. Außerdem haben Sie ein Widerrufsrecht, nachdem Sie einmal gesagt haben, mach das, und bis zu dem Zeitpunkt, wo die Bank sozusagen angefangen hat, die Transaktion durchzuführen. Nachdem die Bank die Information bekommen hat, dürfen Sie nicht mehr widerrufen. Das ist so ähnlich geregelt wie in 130 Absatz 1 Satz 2 BGB. Außer Sie haben gesagt, bitte überweise erst übermorgen, dann können Sie bis übermorgen widerrufen. Tolle Regelung. Sie sehen, Sie sind ganz begeistert. Daueraufträge können Sie jederzeit mit wirklichem Zug widerrufen und sagen, bitte nächsten Monat nicht mehr überweisen. Wir haben noch mehr tolle Normen. 675R sagt Ihnen, die Zahlung erfolgt nicht an die Person mit dem Namen, sondern an die Person mit der Kontonummer. Wenn Sie also sich bei der Kontonummer verschreiben, dann geht das Geld an denjenigen, dem die Kontonummer gehört, nicht an den, dessen Namen Sie draufgeschrieben hat. Sie müssen also bei der Kontonummer richtig arbeiten. Dann, die Bank haftet für nicht autorisierte Vorgänge. Wenn es jemand schafft, Ihre PIN-Nummer zu fälschen oder Ihre EC-Karte zu fälschen oder Ihre Unterschrift zu fälschen, dann ist das nicht Ihr Problem, sondern das Problem der Bank. Die Bank haftet, wenn Sie nicht vorher zugestimmt haben für alles, was passiert. Die Bank haftet außerdem, wenn Sie Ihre Weisungen nicht befolgt. Wenn Sie sagen, überweise das Geld, die Bank macht das nicht, dann haftet die Bank ebenfalls. Wenn die Bank an den Falschen überweist, dann haftet die Bank ebenfalls. Die Bank haftet immer. Die Banken können untereinander Rückgriff nehmen. Wenn eine andere Bank schuld ist, dann zahlt ihnen trotzdem ihre Bank das Geld zurück und ihre Bank holt das Geld dann von derjenigen, die schuld ist. Das ist aber nicht ihr Problem. Sie haben nur Kontakt zu ihrer Bank, die zahlt ihnen ihr Geld zurück.
Sie haben eine einzige Pflicht gegenüber der Bank. Sie müssen Ihre PIN und TAN geheim halten. Das wissen Sie hoffentlich. Sie dürfen nicht die PIN-Nummer auf die EC-Karte draufschreiben. Sie dürfen auch nicht die PIN-Nummer auf ein anderes Kärtchen in Ihrem Portemonnaie schreiben. Sie sollten die PIN-Nummer gar nicht aufschreiben. Sie sollten die auswendig kennen. Wenn Sie PIN und TAN an andere weitergeben, ist das ziemlich schlecht. Denn wenn Sie das machen, haften Sie bis zu einem Betrag von 150 Euro, wenn Ihre EC-Karte geklaut worden ist. Wenn man Ihnen nachweisen kann, dass Sie absichtlich jemand anderem Ihre Geheimnummer weitergegeben haben oder dass Sie grob fahrlässig waren, das heißt so doof, dass es selber nicht mehr geht, dann müssen Sie den vollen Schaden ersetzen. Aber sobald Sie der Bank gesagt haben, meine EC-Karte ist weg, für alles, was danach passiert, haftet nur noch die Bank. Ja? Also, sobald Sie die Bank informiert haben, haftet die Bank. Vorher haften Sie maximal bis 150 Euro, außer die Bank kann Ihnen nachweisen, dass Sie vorsätzlich oder grob fahrlässig Ihre PINs und TANs anderen Leuten zugänglich gemacht haben. Sie sehen also, das Leben als Bank ist hart und das Ganze gilt nicht nur für deutsche Banken, sondern für alle Banken in der EU. Das heißt, auch wenn Sie Ihr Konto bei einer Bank in Frankreich oder in Irland oder in Griechenland haben, gelten die gleichen Regelungen für die. Eine Errungenschaft der Europäischen Union. Jetzt kann ich Ihnen sagen, 675a bis 676, was war das? 676c müssen Sie für die Klausur nicht kennen. Die müssen Sie nicht nur für diese Klausur nicht kennen, die müssen Sie für keine Klausur in Ihrem Leben kennen. Es gibt nur zwei Normen, die Sie kennen müssen. Das eine ist 675v und das andere ist 675u. Und die müssen Sie auch nicht jetzt kennen, die lernen Sie im Bereicherungsrecht nächstes Semester, wenn es dann darum geht, wie kann ich mein Geld zurückverlangen. So, am Montag behandeln wir typengemischte Verträge, das heißt Verträge, wo Merkmale verschiedener anderer kombiniert sind. Am Dienstag und am Donnerstag machen wir Klausurvorbereitung und dann in der Woche danach schreiben Sie die richtige Klausur. Und nochmal, weil ja immer diese Frage kommt, es kommen keine Meinungsstreitigkeiten, es ist wirklich kein Streit drin, gar keiner. Ja, gar keiner, 100%. Und zweitens, die Klausur hat zwei Teile, nicht nur einen. Der erste Teil behandelt allgemeines Schuldrecht. Allgemeines Schuldrecht ist alles, was wir gemacht haben, bevor wir das besondere Schuldrecht angefangen haben. Ja, Sie lachen. Und was im allgemeinen Schuldrecht gehört, ist 280 folgende, 323 folgende, Rücktritt, Widerruf, all dieser ganze Kram. Was nicht zum allgemeinen Schuldrecht gehört, ist Kaufrecht zum Beispiel, weil Kaufrecht ist besonderes Schuldrecht. Ja? Nun kann ich aber keine Klausur machen, prüfen Sie irgendeinen Antrag aus allgemeinem Schuldrecht, es gibt irgendeinen Vertrag, aber von diesem Vertrag müssen Sie wirklich gar nichts wissen. Weil da könnte ich auch schreiben, ein Hutzel-Putzel-Vertrag hatte einen Antrag aus 280. Also, dann ist völlig irrelevant, welcher Vertrag das da ist. Im zweiten Teil der Klausur geht es ums besondere Schuldrecht. Das heißt, es geht um Paragraphen, die irgendwo nach 432 stehen. Es gibt bestimmte Verträge, die recht unwahrscheinlich sind, dass sie drankommen. Nämlich erstmal alle Verträge, die wir nie gemacht haben. Und zweitens alle Verträge, wo ich sage, naja, was soll ich denn da überhaupt prüfen? Weil da kann ich ja doch nur wieder 280 und 323 prüfen. Andererseits, alle Normen sozusagen, die im Schuldrecht drinstehen, im besonderen Teil, die sozusagen nur im besonderen Teil sind und die Sie auch in der Zeit schaffen können, können ich theoretisch prüfen. Und um Ihnen zu zeigen, was das alles ist, machen wir ja nächste Woche die Klausurvorbereitung. Und Sie sollten jetzt nicht denken, Sie müssten alles irgendwie im Detail auswendig kennen, sondern Sie müssen nur das Gesetz anwenden. So ähnlich wie in der Probeklausur. Da war auch kein Meinungsstreit drin. Sie erinnern sich an die Probeklausur? Ja, so ähnlich ist auch die richtige Klausur.
und Sie haben 2 Stunden Zeit. Und ich kann Ihnen auch sagen, es wird die gleiche Klausur sein, wie bei Frau Schneider geschrieben wird. Und ich habe die Klausur mit viel Mühe ausgedacht. Und wenn die schlecht ausfällt, bin ich ganz traurig. Also fällt die gefälligst gut aus. Es sind insgesamt 294 angemeldete Teilnehmer, damit Sie wissen, wie viele das sind. Das sind mehr, als hier im Hörsaal sind. Ich kann Ihnen sagen, momentan sind unter 100 Personen hier im Raum. Doch, hier ist nämlich komplett leer und da ist auch komplett leer. Und dieser Raum fasst ungefähr 250, wenn er voll ist. So, dann sehen wir uns am Montag.